Moin, Stefan von Crazy Detectors hier. Nicht nur das Wetter wird schöner, sondern ich habe auch noch schöne Nachrichten für die Garrett Ace Apex Nutzer, denn es gibt tatsächlich ein nagelneues Update, welches ihr aufspülen könnt, das unter anderem besseres Pinpointen, mehr Laufruhe, besseren Bodenabgleich im Salzwasser und so weiter beschert. Und ich würde sagen, wenn du wissen willst, wie es auf deinen Apex draufkommt, dann bleib einfach dran. Gut, wir wollen also zusammen updaten. Lad bitte erstmal dein Garrett Ace Apex auf, sodass du zumindest zwei Balken hast. Voller wäre natürlich noch gut. Und das Ladekabel, was du benutzt, um ihn aufzuladen, brauchst du auch gleich am PC, einfach um dein Gerät mit dem PC zu verbinden. Das heißt, du brauchst dein Apex, das Ladekabel und ein Windows-PC oder Laptop. Und du brauchst die Datei, die ich dir hier unten verlinkt habe. Klick mal hier unten in die Infobox, hier unten drunter. Da ist ein langer Link, da klickst du drauf. Und sobald du drauf klickst, bist du genau da, wo wir beim nächsten Schritt fortfahren. Du hast jetzt also den Link in der Infobox geklickt und bist auf dieser Seite gelandet. Das ist von Garrett Detectors. Und wenn du dich wunderst, warum meine Seite auf Deutsch ist, Garrett hat sich die Mühe gegeben, verschiedene Sprachen zu hinterlegen. Und du kannst hier oben auf die Deutschlandfahne klicken und dann hast du das Ganze auch auf Deutsch. Wenn du zum Beispiel aus Polen, Russland oder sonst bekommst, dann kannst du hier auch deine Sprache aussuchen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Also, es geht um das Apex Software Update 1.28. Und was die Version bringt, können wir hier nachlesen. Eine verbesserte Gesamtstabilität, das heißt wahrscheinlich, dass weniger Falschsignale kommen und das Laufverhalten noch mal ruhiger gemacht wurde. Schnelleren und genaueren Bodenabgleich im Salzwasser. Das konnte ich bis jetzt noch nicht ausprobieren, also da weiß ich nicht, wie es ist. Genauere Lokalisierung, damit meinen sie das Pinpointen. Das fand ich eigentlich schon relativ gut, deswegen bin ich gespannt, um wie viel besser das jetzt noch geworden ist. Interessant für mich ist dieses hier allerdings. Markantere Töne, um gute Ziele besser von Eisen zu unterscheiden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit, tonal zu erkennen, ist es gut, ist es schlecht oder ist es eher ein Mischgeräusch. Das finde ich sehr wichtig, das finde ich auch sehr gut, da andere Geräte da leider ein bisschen schlechter sind und zum Beispiel die Kronkorken halt als gute Signale reinkommen und so weiter. Das können wir uns dann mal gemeinsam angucken in einem der nächsten Videos. Und das finde ich auch nicht schlecht, die Hintergrundbeleuchtung wird vorübergehend eingeschaltet, sobald man Menüänderungen vornimmt. Das heißt, sobald ich also ins Menü gehe, geht die Hintergrundbeleuchtung an, auch wenn sie vorher aus war, einfach damit ich auf die Schnelle sehe, wo ich bin. Das Software-Update-Video von Garrett ist natürlich auf Englisch, aber aus diesem Grund guckt ihr ja mein Video. Das heißt, wichtig für euch sind jetzt zwei Sachen. Die Frage ist, wie ist euer Windows? Habt ihr ein Windows 7? Dann müsst ihr hier unten hin. Dann müsstet ihr euch einmal die Apex Update 28 und das Ace Apex USB Drive ZIP runterladen. Das könnt ihr einfach mal nebenbei machen. Oder wenn ihr Windows 8 oder höher seid, das heißt 9, 10, dann braucht ihr nur die Ace Apex Update ZIP Datei. Wir klicken da mal drauf. Wie ihr seht, haben wir jetzt werden die Daten angezeigt, die dort drin sind. Und wir klicken jetzt einfach mal auf den Download-Button. Die heruntergeladene Datei befindet sich im Download-Ordner oder ihr müsst halt gucken, wo ihr eure Downloads hinpackt. Und diese Datei oder dieses Symbol bedeutet, dass es eine gepackte Datei ist. Die ist also zusammengestaucht und die müssen wir jetzt erstmal wieder freilegen, wie so ein Geschenk. Das heißt, wir machen einmal einen Rechtsklick mit der rechten Maustaste und gehen auf Alle extrahieren. Dann fragt er uns, okay, wo willst du es hinhaben? Willst du es hier hinhaben? Da drücken wir einfach auf Extrahieren. Und jetzt, noch hier nochmal zu. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben zwei Ordner, und zwar einen ohne den Reißverschluss und einen mit. Und das hier ist dieser entpackte. Da gehen wir mal rein. Jetzt sehen wir hier zwei Tools, einmal das Flash-Tool und das Apex 28-Tool. Und wir machen einen Doppelklick auf das Flash-Tool. Zweimal mit der linken Maustaste drücken. Jetzt kann es passieren, dass der Computer sagt, der Computer wurde durch Windows geschützt, weil das ja eine ausführende Datei ist. Und hier ist jetzt eigentlich nur nicht ausführen. Wir gehen aber auf weitere Informationen und können dann unten herausnehmen, trotzdem ausführen.
Das ist einfach, weil dein Computer sagt, ey, pass auf, das könnte irgendwas Gefährliches sein, egal wo du es her hast, ich warne dich mal. Wir drücken auf trotzdem ausführen. Nachdem das Fenster nun aufgegangen ist, schließen wir unseren Apex an den PC an, also stecken das USB-Ladekabel in den PC und schalten jetzt den Ace Apex ein. Das Kabel ist aber bitte dran. Ihr habt den Ton gehört, USB wurde erkannt. Er hat bei mir natürlich schon vorher installiert, weil ich ihn vorher schon mal ausprobiert habe. Und nun gehen wir auf unser Apex-Tool und drücken Update Ace Apex. Er sucht jetzt gerade den Apex aus. Er sagt, es ist alles in Ordnung. Er guckt jetzt nach, ob alles passt. Nebenher passiert halt so ein bisschen noch was. Und jetzt geht's auch schon los. Das BL, was ihr auf dem Display seht, heißt Been Linked, also ist verbunden. Ist also nichts Schlimmes, alles richtig. Und ihr seht, dass dieser Ladebalken sich langsam füllt. Das dauert ein bisschen. Fasst am besten nichts an, spielt nicht am PC rum, lasst es einfach so, wie es ist. Nicht, dass ihr aus Versehen das Kabel rauszieht oder irgendwas passiert. Und wartet geduldig, bis der Ladebalken auf 100% ist. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, damit es schneller für euch geht. Ihr habt gehört, der PC hat also den Apex disconnected und auch im Fenster steht. Zieh das Kabel vom Apex ab und du bist fertig. Ja, schauen wir einfach mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Das heißt, wir schalten den Apex mal ein. Alles sieht aus wie immer. Und meine Lampe ist noch an, wie ihr sehen könnt. Wenn ich jetzt also ins Menü gehe. So. Ne, bis zum Lampensymbol. Wenn ich Minus drücke, blinkt die Lampe und wenn ich Plus drücke, bleibt sie an. Das heißt, wenn wir jetzt gleich aus dem Menü rausgehen, sollte eigentlich das Licht aus sein. Seht ihr? Und wenn ich wieder ins Menü reingehe, ist das Licht an. Also das finde ich relativ cool. Ne, das heißt, wenn wir abends in der Dämmerung unterwegs sind, aber unseren Apex nicht beleuchtet haben und irgendwas umstellen, drücken wir Menü, können alles sehen, gehen raus, Ding ist wieder dunkel. Ja, ich hoffe, bei dir hat alles funktioniert und du hast dein Garrett Ace Apex auf die 1.28 ja, geupdatet. Schreibt doch mal unten rein, ob ihr noch Fragen zum Vorgang habt oder ob es geklappt hat. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt oder auch vor allem diesen Kanal abonniert, denn hier kommen immer News zu euren Geräten, Tutorials und wenn ich merke, dass ihr mehrere Fragen habt, dann bearbeite ich die hier auch ab. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, tschüss und ja, testet mal.